seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eldardon zu einem kleinen Unboxing, zu einem Auspack-Video. Huhu! Ja, ich habe hier heute in der City auf Magdeburg mal wieder ein bisschen was geshoppt. Ich habe hier ein Wunderboxchen, ein Wundertütchen wollte ich sagen, aber es ist keine Tüte, es ist eine Box. Es ist vom Elbenwald Store in Magdeburg. Mystery Minis heißt es, Harry Potter Vinylfigur. Ja, ihr seht, es ist noch eingeschweißt. Da habe ich gerade den Preis gezeigt. Kann man ja, ist kein großes Geheimnis, kann man ja auch im Internet erkunden, elbenwaldshop.de. Kein Produktplacement, ganz oben in der Videobeschreibung trotzdem verlinkt. Das sind die Figuren, die man hier aus der Box bekommen kann. Da ist entweder ein Mensch oder ein Tier drin, also eine 50-50 Chance, dass man ein Tier bekommt. Ich werde es direkt mal auspacken. Das ist so, ja, die guten alten Wundertüten nachempfunden. Doch, ich werde es direkt mal aufreißen hier. Na, seht, ich bin selbst noch überrascht dann gleich davon und ich weiß selbst noch nicht, was drin ist. Werden wir jetzt gemeinsam reingucken. So. Mal schon mal schütteln. So, scheint schon etwas schwerer zu sein. Öffnen wir es mal und schauen, was drin ist. Okay. Das Geheimnis lüftet sich, es lüftet sich, es lüftet sich langsam und ich ziehe es heraus. Es ist nochmal eingefacht. Hier in einen schwarzen Leichensack. Kann ich schon mal erfüllen. Es ist schon mal ein Mensch. Das können wir schon mal antasten. Das hat hier seine Beine, seinen Körper. Hier ist der runde Kopf hier, der Kugelkopf hier. Packen wir es mal aus und gucken, sofern ich die Tüte hier aufkriege. Luftdicht verschleißt. So, gucken wir mal rein. Seht ihr schon was? Und tada! Oha, Ron Weasley, der Rotschopf. Dumbledore wäre schon schöner gewesen, aber das ist ja auch immer die Sache der Überraschungsboxen. Ja, eine kleine Überraschungstüte sozusagen. Na, ist ja eine kleine Überraschungsbox. Eine kleine Überraschungsbox haben wir heute ausgepackt. Ja. Es ist nur ein kurzes Video geworden. Ich habe dieses Ding ausgepackt. Ich habe Ron Weasley erhalten. Finde ich eine ganz nice Sache, weil es ist halt der Sinn einer Wundertüte oder einer Wunderkiste, dass man vorher nicht weiß, was drin ist und die Überraschung, weil das Wesentliche drin ist. Und ich finde, auch wenn es jetzt orange geworden ist und ich mir am liebsten eine andere Figur gewünscht hätte, finde ich es ganz in Ordnung. Also die ist gut gemacht, also sie sieht wunderbar aus. Hier am Hals hat es ein bisschen, weiß nicht, ob man es sehen kann, aber da hat es so ein bisschen schlechte Bearbeitung, aber
Insgesamt so, wenn man sie so sich hinstellt, kann man sich aufs Regal stellen, dann passt doch. Wie immer muss ich sagen, Elbenwald ist aufwendiger Herstellung, gute Qualität, kann man sich eigentlich nicht beschweren. Ja, dann würde ich mal sagen, ein Däumchen nach oben soll es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf dieser Kanalseite seid und ja nicht das nächste Video verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fröstlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut rein. Ah, Hogwarts? Ich sehe schon. Der Zauberstab sucht sich den Zauberer aus. Die weltweit beste Auswahl an Nerd- und Fanartikeln. Elbenwald.de. Fantastisch einkaufen.